Ja, lieber Michael, unser Moderator unseres Videomagazins ist auf Urlaub. Du glaubst es nicht. Was Was tun machen wir? wir Was jetzt? machen Rufen wir den Herrn Reiterer an wir? oder den Fragen Herrn wir den Walser. Heißan oder so? Oder den Herrn Heißer. Pascha wäre auch eine Variante. Oder wir zwei probieren es. Ja, dann machen wir es. Machen wir es. Probieren wir es gleich. Es gibt ja doch erfreuliche Nachrichten. Ja. Es wird Flag Football gespielt seit vergangenem Samstag in den kleinen Ligen, FLA 2, FLA 3. Aber es ist auch seit gestern klar, dass es uns gelungen ist, vier Vereine zu überzeugen, mit dem großen Konzept zu spielen, das für einen Amateurverein ja eine große Aufgabe ist. Welche Vereine sind das? Nun, erstens einmal natürlich aufgrund der fehlenden Verordnung mit der Wahlmöglichkeit konnte die FLA und die FLL noch nicht starten, genauso wie natürlich die Staatsmeisterkategorien im Cheerleading. Im Tackle Football haben wir eben die Giants und die Vikings, die mit dem großen Konzept fahren, das für Spitzensport vorgeschrieben ist. Und die vier Teams, die jetzt wirklich mit Testungen auch vor dem ersten Spiel etc. und dem großen Präventionskonzept in die Staatsmeisterschaft im Flag Football starten, sind die Klosterneuburg Indians, die Vienna Constables, die Spartans und die Vipers. Und die vier werden sich den Staatsmeistertitel ausspielen. Wie auch die Damen. Wie auch die Damen, da haben wir zwei Teams, analog zum Tackle Football, nämlich die Indians und die Constables Ladies. Und das wird in Turnierform natürlich, wie es im Flag Football üblich ist, gespielt. Und wir werden dann einen super Final Day haben im Flag Football am Wochenende des 10.11. Oktober. Genaues Datum, genaue Zeit immer auf football.at nachschauen. Wo wir nicht nur in der FLA die Staatsmeister küren werden, sondern auch im Nachwuchs. Also es wird ein richtiger Flag Football Finaltag, also 3F D werden, und da zahlt es sich schon aus, vorbeizuschauen. Das Präventionskonzept für die Zuschauer mit Maske etc. wird es natürlich entsprechend geben, aber ich glaube, es zahlt sich aus, Flag Football vom Feinsten in allen Alterskategorien an einem Tag zu sehen. Also irgendwie als Generalsekretär freue ich mich, dass der Football wieder bewegt wird. Ja. Und schon länger ist ja bekannt, dass die AFL startet. Vikings und Giants bereiten sich ja schon fieberhaft vor. Dort sind die Präventionskonzepte veranstaltungstechnisch fertig. Es wird schon trainiert, weil sie ja das große Konzept und die Testungen hinter sich haben. Wann geht es jetzt dort nochmal los? Am 5. September um 16 Uhr in Graz ist Kickoff für die Best-of-Five-Serie zwischen den Graz Giants und den Dacia Vienna Vikings. Projekt Spielberg Graz Giants, muss man fair sein. Beide Sponsoren wichtig für uns im Football. Vielen Dank dafür. Also der Kickoff in Graz, übrigens für die, die es nicht nach Graz schaffen, Live-Übertragung auf ORF Sport Plus, ganz wichtig, da sind wir auch froh. Jedes dieser Spiele wird übrigens auch vom ORF live übertragen werden. Ja, und das ist natürlich eine Rivalität. Beide zusammen haben Staatsmeistertitel, die man mit zwei Händen nicht mehr ausdrücken kann, weil jeder von ihnen hat schon mehr wie die Zähne, die man an beiden Händen hat. Und das ist eine super klassische Rivalität. Da gibt es, glaube ich, auch ein nettes Schmankerl aus dem Jahr 2000. Football vor 20 Jahren zwischen den Giants und den Vikings. Den ganzen Nachmittag gibt es eine tolle Stimmung auf der Hohen Warte. Das Topspiel der Wien Energie Football League zwischen Chrysler Vikings Vienna und Davis Giants Graz steigt auch als Charity Bowl 2. Ein Flag Football Match, es ist die Form des körperlosen amerikanischen Footballs, zwischen zwei prominenten Teams, sorgt für Heiterkeit und Unterhaltung. Heute starte ich einen Football-Game. Ich versäume gerade die Spielergänge. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Du musst mir dein Bestes geben. Ja, absolut, immer. Aber immer. Sie wissen auch, worum es geht. Um die Ehre. Da haben wir nicht viel zu verlieren.
Fast logischerweise endet das Spiel unentschieden. 50.000 Schilling im Namen der Chrysler Vikings und des gesamten österreichischen Amerikaner. Das Eintrittsgeld der über 1.000 Zuschauer geht an die Aktion Licht ins Dunkel. Die Wiener Vikings spielen in den dunklen Dressen und haben das Angriffsrecht. Rudi Lehner, Nummer 28, erzielt das erste Touchdown für die Chrysler Vikings. Da ist der Ball der begehrten Zone. Jubel auf den Rängen unter den Fans. Auch der Extrapunkt passt. 7-0 für Vienna Vikings. Das ist der Stand nach dem ersten Quarter. Jetzt sind die Seiten gewechselt. Graz hat das Angriffsrecht und die Steirer kommen durch Mike McLaury zum Touchdown. Er kämpft sich durch, der Amerikaner, und versenkt den Ball. Touchdown plus Extrapunkt, Ausgleich 7-7. Den Extrapunkt hat Markus Kohlmeier versenkt, Nummer 65. Zweiter Versuch, Vienna Vikings, und ein herrlicher Pass von Quarterback Griffin Gorski bringt durch Ivan Zivko das zweite Touchdown für die Vikings und die Führung für die Vienna Vikings. Stand 14-7, die Wiener haben das Europacup-Ausscheiden gut weggesteckt und zeigen sich in kompakter Verfassung. Die Grazer wiederum finden nicht und nicht zu ihrer alten Form. Vierter Versuch, Punt für Graz, er wird abgefangen, Rod Law angelt sich den Ball und Touchdown für die Vienna Vikings. Dazu noch der Extrapunkt für Wien, Spielstand 21-7, Halbzeit. Die Grazer können noch einmal die Wiener Defense ausspielen, gleich nach Wiederbeginn. Schönes Laufspiel in der Wiederholung von Stefan Seidel. Graz verkürzt auf 21-13. Den Schlusspunkt setzen allerdings die Wiener. Ihren Spitzenspieler Tobias Oberzeller. Die Wiener Vikings schlagen die Giants Graz überzeugend 28-13, behalten die Vormachtstellung in Österreich und sie bleiben auch Erster der Tabelle. Im Playoff, Erster gegen den Vierten, kommt es zur Neuauflage des Schlagers Wien gegen Graz. Na, herrlich, herrliche Bilder, oder? Großartig. Man beachte vor allem den PKW-Präsident Karl Wurm in seiner strahlenden Jugend. Innerlich ist er ja noch immer so jung. Ja, eh. Und weil wir über Jugend und Zukunft gerade reden, das 21er Jahr kommt. Wir haben eigentlich fürs 21er Jahr wieder große Pläne. Und wie sehen denn die Milestones aus auf dem Weg in eine ja leider noch immer ein bisschen unsichere Zukunft? Naja, die unsichere Zukunft ist genau das. Wir werden am 29. August haben wir Vorstandsklausur, da werden wir die Grundlagen für die Saison 2021 legen. Also auch wenn wir keine Impfung finden können, wiewohl ehemalige Footballer sehr wohl zum Beispiel an Tests beteiligt sind, Google-Tests, Stichwort, die Molekularbiologen sind etc. Die Impfungen können wir noch nicht selber machen. Wir werden uns also auf eine Saison 2021 vorbereiten unter demselben Szenario, sprich es wird wahrscheinlich Covid weitergeben, wir werden mit Tests fahren und wie gesagt, wir werden es in der Klausur am 29. August besprechen, aber das Vorhaben wird wahrscheinlich sein, in der Annahme auch, dass die Tests schneller sein werden und auch wesentlich günstiger sein werden, wir sehen ja jetzt schon, wie die Preise Gott sei Dank runtergehen, dass wir jede Kategorie und jede Altersklasse, die 2021 hoffentlich normal unter Anführungszeichen spielen wird, also wieder mit einer entsprechenden Menge an Teams, getestet wird. Ich glaube, ohne die Tests werden wir nicht auskommen. Wie gesagt, das werden wir besprechen. Wir werden das dann auch mit den Teams besprechen. Am 3. Oktober findet das Liga-Meeting statt, wo wir das alles dann mit den Teams besprechen werden und hoffentlich wieder einen sehr umfangreichen Ligaplan für die verschiedenen Ligen auch wieder haben werden und verabschieden werden können und halt mit Corona noch eine Zeit lang werden leben müssen, bis es halt eine Impfung gibt und dann gehen wir alle und holen uns
das entsprechende Joggerl. Ah ja, auch ich, der ich Angst vor Nadeln habe, werde mich dieser Impfung unterziehen. In dem Sinne freuen wir uns, dass in knapp 2 Wochen losgeht mit der AFL und 2 Wochen später dann mit den Fläglern in der Staatsmeisterschaft, und wir sehen uns beim nächsten Videomagazin. Grüß euch!